Monat Frau macht Theater, der März ist weiblich. Am 15. und 16. März kommt Katharina Kummer mit ihrer Produktion What Did You Do When Lady Di Died? Die Bühnenwelt werden drei Darstellerinnen, also drei Dianas, zwei Sidekicks und eine Puppe erobern. Die Dianas sind drei Darstellerinnen unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Gestalt. Und sie alle behaupten, die echte Lady Di zu sein. What did you do when Lady Di died? Die Frage ist doch, wo waren wir, als Lady Diana starb? In welchem Prinzessinnenschlaf hat sich unsere selbstgerechte Gesellschaft befunden? Am 20.03. läuft im Gutmann-Saal Grace und die Queen eine Audienz von Theaterschaft und Theateraggregate. Da ist auf der einen Seite die irische Clanchefin und Seefahrerin Grace, die sich selbst als Königin bezeichnete, und auf der anderen Seite Elisabeth I., die mächtigste Herrscherin der Renaissance, die die Seemacht Englands begründete und ein Kopfgeld auf die Piratin Grace aussetzte. Und da ist das Jahr 1593. Grace segelt mit einem ihrer Schiffe die Themse hinauf in das Zentrum der Macht, zur Elisabeth I. Sie fordert Freiheit für Westirland und auch für ihren Sohn. Und tatsächlich, Elisabeth gibt ihr eine Audienz. Was könnte bei dieser Audienz passiert sein? Zwei Schauspielerinnen werfen sich in opulente königliche Renaissance-Kleider und spielen mögliche Antworten auf diese Frage durch. Im Transit zwischen 1593 und 2020 entstehen zwischen Historie, Machtdiskurs und Feminismus ein Theater-Close-up auf zwei unerhörte Persönlichkeiten. Die Ausstellung Frauen auf der Flucht wird jetzt von der Ausstellung vom Dunja-Kollektiv Gestrandet abgelöst. Das Dunja-Kollektiv war für ein Jahr 2020 zu einer Recherche auf der Insel Lesbos. Die Insel Lesbos, die für viele Menschen über Jahre hinweg ein Freiluftgefängnis war. Zehntausende Frauen wurden interniert. Die Ausstellung zeigt vor allem Frauen, die Schutzsuchenden, die mit ihrem Trauma ihr Leben lang umgehen müssen. Im Frühjahr 2016 formierte sich im Iran ein ziviler und friedlicher Protest gegen die Hijab-Pflicht. Jeden Mittwoch trugen Frauen weiße Hijabs, um gegen diese Kleiderordnung aufzubegehren. Dieser Mittwoch wurde der Weiße Mittwoch genannt. 2018 entstand dazu eine Fotoserie von der Grafikerin und Fotografin Mahsa Mumayesi. Diese Fotoserie wird hier im zukünftigen Restaurant des Sozietätstheaters am 18. März um 19 Uhr gezeigt werden.